Warte. Der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker soll nach Angaben von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble auch künftig Vorsitzender der Eurogruppe bleiben. Es bestehe keine Frage, dass Juncker für die kommenden 2,5 Jahre zum Präsidenten der Eurogruppe gewählt werde, sagte Schäuble bei seinem Eintreffen zur Eurogruppe in Brüssel. Der Präsident der Eurogruppe wird von den Finanzministern auf 2,5 Jahre gewählt. Die Wahl soll demnach im Januar erfolgen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat auch die Luxemburger Tourismussaison 2009 beeinflusst. Demnach sind die Übernachtungsbuchungen in den Hotels um 8% zurückgegangen. Wie die Gesellschaft Camprilux mitteilt, sind die Resultate der Campingsaison 2009 besser ausgefallen als noch im Vorjahr. Demnach konnten im Durchschnitt 7% mehr Übernachtungen gegenüber 2008 verbucht werden. US-Präsident Barack Obama will schon bald 30.000 zusätzliche US-Soldaten nach Afghanistan schicken und hat auch die Verbündeten zu Truppenaufstockungen aufgefordert. Die Entsendung der US-Soldaten werde in der ersten Jahreshälfte 2010 erfolgen. Die Truppenaufstockung sei im nationalen Interesse der USA und zwar in einem lebenswichtigen Ausmaß, betonte der US-Präsident. Im Juli 2011 soll der Abzug beginnen.